Hola amigos, neue Woche, neues Video. Aber um ehrlich zu sein, wissen wir diese Woche gar nicht, was wir euch so erzählen sollen. Es gibt ja auch eigentlich nichts Neues. Ja, jetzt hör mal auf, hier rumzuunken und zeig denen da lieber dein schönstes Lächeln, komm. Also, geht doch. Ihr müsst sie ihm nachsehen, der Arme hat einen neuen Job und ist noch ein bisschen überfordert. Ja, was? Zumindest habe ich einen, das wolltest du doch die ganze Zeit. Klar. Und ich bin ja auch froh, dass du endlich deinen Hintern in Bewegung gesetzt hast. Aber du musst zugeben, dass es schon lustig ist, dass du jetzt ausgerechnet auf Königsbrunn gelandet bist. Ihr müsst wissen, Schloss Königsbrunn, das ist sowas wie das Mekka des Hochadels hier in Düsseldorf. Und mein Kleiner hier, der ist jetzt mittendrin im blaublütigen Alltag. Glaubst du, es interessiert mich einen Scheiß, ob ich auf dem Acker oder im Schloss arbeite? Nee, 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 das nicht, aber du hast schon oft genug über Rebecca gemeckert. Rebecca, das ist eine Freundin von uns, die auf Königsbrunn lebt. Ja, und ich weiß nicht, wenn dich Rebecca mit ihren Allüren schon manchmal zur Weißglut treibt, wie du dann bei den anderen reagierst. Diplomatie hat er nämlich nicht gerade gefressen. Und du dafür ein bisschen zu viel Direktheit. Hey, ich mein's doch nur gut. Mit euch übrigens auch, deswegen Schluss mit den Kabbeleien versprochen. Waffenstillstand? Ich bin auch total stolz, dass du diesen neuen Job hast. Gebongt. Seht ihr? So einfach ist das bei uns. Das ist eben ein Zeichen dafür, dass wir wirklich richtig gut zusammenpassen. Tja, muss ich gerade diese Woche ziemlich oft drüber nachdenken. Uns? Nee, über Beziehungen im Allgemeinen. Hast doch gesehen, was hier alles los war. Beziehungsdramen vom Feinsten, griechische Tragödien, die sind langweilig dagegen. Die einen kriegen sich nicht, obwohl sie sich lieben. Ja, und die einen kriegen sich, obwohl sie sich nicht lieben. Ja, und dazwischen bleibt immer noch genug Platz für ein Wechselbad der Gefühle. Verstehst du jetzt, was ich meine? Ihr beiden, wir können echt froh sein, dass es bei uns so gut läuft, trotz aller Probleme. Tja, Probleme, die konnten uns doch noch nie was. Endlich hat er's geschnallt. Ja, was, wenn du mal so kryptischer herredest, kapiert's ja auch keiner. Ja, Hauptsache, du kapierst, dass wir ein unschlagbares Team sind. Warum? Das wusste ich von Anfang an. Ja, und deswegen werden uns auch in Zukunft alle Krisen nichts anhaben können, egal ob Krankheiten oder blöde Jobs oder was auch immer. Ja. Ja, Leute, wird's euch langsam ein bisschen schmalzig. Tut mir leid, aber dann müsst ihr durch, denn es stimmt. Dieser Typ hier und ich, wir sind sowas wie das Traumpaar Düsseldorfs. Ja, das seht ihr schon daran. Wir hatten eigentlich nichts zu sagen und jetzt reden wir schon fast 10 Minuten. Stimmt. Ihr habt's gehört. Schluss für heute. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Und bis dahin bleibt ihr hoffentlich sauber, haltet die Ohren steif und seid schön lieb, denn das ist das Wichtigste. Ja, genauso lieb wie wir. Nein, so war das nicht gemeint. Also, Ciao. Moment, wir sind noch online.